Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen hier bei mir im wunderschönen Wald. Und ich möchte heute über eins meiner liebsten Wildkräuter sprechen, über den Giersch. Man findet den Giersch bei uns sehr häufig in Gärten. Er liebt stickstoffreichen Boden und man findet ihn in schattig feuchten Gebüschen, Parks oder in Wäldern. Leider wird er von unseren Gärtnern als sehr unliebsames Unkraut bezeichnet, da er größere Flächen bedecken kann. Und derweil ist der Giersch ein sehr wohlschmeckendes Wildgemüse voller Vitamine und Mineralstoffe. Man findet den Giersch in fast ganz Europa und auch in Nordamerika. Hier ist unser leckerer Giersch. Er ist zurzeit voll mit Pollen bestäubt, was nochmal zusätzlich echt lecker und nahrhaft ist. Der Giersch wird manchmal auch Geißfuß genannt, denn seine Blätter erinnern manchmal an einen Ziegenfuß. Das Gesamtblatt des Gierschs ist dreiteilig, verzweigt. Die Blätter laufen vorne spitz zu und sind eiförmig gesägt. Der Stiel ist dreikantig und wird bis zu 20 cm lang. Der Giersch ist ein Doldenblütler. Er blüht von Juni bis August. Seine Blütendolte ist 15 bis 25 strahlig. Bei Doldenblütlern muss man aufpassen, denn es gibt auch giftige, zum Beispiel den gefleckten Schierling. Aber den Giersch erkennt man sehr gut an seiner Blätterform. Die Früchte des Giersch werden 3 mm lang, sind eiförmig und glatt und erinnern ein wenig an Kümmel. Von Juli bis September findet man sie und sie werden frisch oder getrocknet als Gewürz verwendet. Der Giersch hat sehr starke Wurzelausläufer. Die Ausläufer bilden Kolonien. Durch die unterirdischen Ausläufer können sich einzelne Pflanzen in wenigen Jahren über große Flächen verteilen. Sammeln vom Giersch tun wir die zarten, jungen Blätter. Die kann man ab März sammeln und eigentlich das ganze Jahr über. Selbst im Winter, wenn der Winter mild ist, überdauern die bodennahen Blätter. Ansonsten, wenn der Giersch blüht, sammeln wir auch die Blüte und die Samen. Der Giersch enthält sehr viel Kalium, Vitamin C, Carotin und Eisen. Sein Vitamin C-Gehalt zum Beispiel ist 15 mal mehr als beim Kopfsalat und 4 mal mehr als Zitronen. Allgemein wirkt der Giersch krampflösend, schmerzlindernd, entgiftend und blutreinigend. Er wurde früher zur Linderung bei Schmerzen von Arthritis, Rheumatismus und Gicht eingesetzt. Er regt gut die Verdauung an und durch seinen hohen Vitamin- und Mineralstoffgehalt ist er sehr gut bei Erkältungen. Er entsäuert und entwässert den Körper, stärkt das Bindegewebe und hilft, eingelagerte Säuren und Giftstoffe auszuschwemmen. Der Giersch ist auch sehr gut bei Blasenentzündung, denn er wirkt entwässernd, entzündungshemmend, harnsäurelösend und harntreibend. Der Geschmack des Gierschs ist wie gesagt sehr lecker und erinnert an eine Mischung aus Möhre und Petersilie. Die Blüte dagegen schmeckt sehr aromatisch und süß. Ich möchte dich hiermit auch einladen, mein Rezepte-Video zu schauen, was man aus Giersch alles Tolles, Leckeres zaubern kann. Ich freue mich schon. Tschüssi und bis jetzt, sagt dir Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.